Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Gestern haben wir ein Behemoth platt gemacht und das heißt nichts anderes als, dass wir auf Chocobos reiten können. Ich vermute mal, das war für viele von euch sehr nervig. Gut. Karte, ich möchte gerne zum Rasteplatz zurück. Ja. So, da wären wir. Gib mir ein Schokobo. Gib mir ein Schokobo. Ich will nur ein Schokobo. Ihr habt also Nebelauge zur Strecke gebracht. Potzblitz. Im Namen meiner Schokobos möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Wirklich tausend Dank. Können wir jetzt reiten? Aber klar doch. Für euch stehen ab jetzt immer Schokobos bereit. Oh ja. Jagdauftrag erledigt. Wir sind wirklich dankbar für die Hilfe. 3020 Kill. Cool. Danke. Was hat die mit Klamotten? Wieso tragen wir immer noch dieselben Klamotten? Ich will neue Klamotten. Hurra! Komm, lass uns gleich welche mieten noch. Ich habe sie befreit, ich darf sie doch bestimmt umsonst kriegen. Alter, wenn die jetzt richtig teuer sind, ne? Ein Schokobo, für Automaten kannst du dir einen Schokobo mieten. Schokoboverleih, wenn du ein Schokobo gemietet hast, kannst du ihn innerhalb der bezahlten Mietdauer jederzeit unter Erkundung im Gegenstandsmenü herbeirufen. Miet-Chocobos kehren bei Ablauf der Mietdauer von alleine zum Chocobo-Verleih zurück. Falls du gerade auf einem reitest, wenn die Zeit abgelaufen ist, kehrt er zurück, sobald du absetzt. Mit dem Chocobo lassen sich in der Regel die begehbaren Wege bereiten. Wenn sich dein Chocobo vom Weitergehen sträubt, dann steig besser ab und lauf zu Fuß weiter. Ach, ich kann hier mehrere Tage mieten, ja? Oh komm, 7 Tage, wieso nicht? Oh, es ist recht billig, ne? Ja, ich will aufsitzen. Los, Kleiner. Ja. Puh. Ich kann reiten. Guckt euch an, ich kann reiten. Ihr habt nicht bezahlt. Kauft euch eure eigenen Schokobos. So. Womit kann ich heute dienen? Und sonst? Alles in Ordnung bei euch? Ja, ich möchte eine neue Quest annehmen. Federn, Klauen und Fänge. Ich verlasse mich auf euch. Das kannst du gerne tun. Zähl auf euch. So, wir haben einen neuen Auftrag. Wir gucken mal. Schokoboküken? Oh, Schokoboküken. Ist das cool? Ah, cool. Okay, wo hat er gesagt? Inventar? Wo sollen die Dinger sein? Habe ich endlich neue Klamotten? Ich habe die normalen Klamotten, ja. Wahrscheinlich kriege ich keine anderen Klamotten. Nee, der eine hatte schon mal andere Klamotten an. Stimmt. Ziehen wir uns wenigstens ein bisschen um. Ah, es gibt nur Klamotten oben. Achso, okay. Na gut. Sollen wir ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen weniger Leben? Inventar. Campingzubehör. Chocobo-Pfeife. Eine Pfeife, mit der man seinen Meat-Chocobo rufen kann. R2 plus links oder rechts. Ah! Ja! Ja! Okay, reiten wir zum Auto. Aufgaben. Die perfekte Landschaft müssen wir abgeben, ne? Gut. Dann haben wir hier noch ganz viele Zehner. Ganz, ganz viele Zehner. Omnibus Interruptus. Ach, das ist da hinten. Scheiße, Mann. Ist ja alles da hinten. Komm ich da überhaupt hin? Müsste ich eigentlich, ne? Ist irgendwas noch in der Nähe? Ja, machen wir das. Will nicht, wahr? Ziemliche Wildfänge. Oh, Chocobos halt. Chocobos sind so cool. Was machen wir jetzt? Hören wir uns ein wenig um? Das ist Nocts Entscheidung. Hä? Kommt, lasst uns. Hä? Aber. Ach so, ich bin da. Ach, alles gut, alles gut.
Gute Idee. Ich dachte, ich wäre ein Hammerhead. Ich dachte, ich wäre ein Hammerhead. Krass. Puh. Das sah hier gerade aus wie ein Hammerhead. Wo sind die Chocobos? Ach ja, stimmt ja. Komm, mein kleiner Chocobo. Wo war das nochmal mit dem Chocobo frisieren? Die Musik allein schon. Oh oh. Spring doch! Bist du böse auf mich, wenn ich hier lang laufe? Ich reite voraus. Nö, das ist nett. Er hat Kinder dabei. Krass. Oh, und ich laufe automatisch. Cool. Denk dran, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Dafür musste ich auch noch absteigen. Hast du gedacht, Kollege, ne? Aber nicht mit mir. Wo hast du das denn gelernt? Ich hab abgeblockt, ich schwör's. Einmalig! Beobachte die Bewegungen deines Gegners zu und sei vor allem. Alle tot, easy. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Ich muss jedes Mal die Chocobos neu rufen, ne? Holy shit, das Viech da im Wasser. Los, Kleiner. Guckt's euch an. Da sind mehrere Viecher im Wasser. Crazy. Hoffen wir mal, dass die kleinen Viecher uns hier mögen. Wie wir haben ja vorhin schon gesehen, die mögen uns eigentlich ganz gut. Der Jäger muss sich hier in der Nähe ausgeruht haben. Also, Augen auf. Lackversiegelung also? Wie? Hey Noct, über dir! Scheiß drauf! Braver Junge! Das scheint es zu sein. Was meint ihr? Ja, ob das wirklich so gut ist? Sidney meinte, es wäre für den Regalia. Sidney hat uns echt zu Laufburschen degradiert. Und? Läuft doch! Du wirkst glücklich. Ja, bin ich auch. Schön für dich. Los geht's! Ja. Ihr könnt mit den Viechers kämpfen. Habe ich gar kein Problem mit. Aber ich habe keinen Bock, dass ich irgendwie mal so ein Viech treffe und dann ist alles hinter mir her. Nicht so trödeln! Gefiederter Beistand. Dein Chocobo wird dir nun gelegentlich im Kampf zur Seite stehen. Allerdings hängt das ganz von seiner Laune ab. Chocobo-Sause. Dein Chocobo hat die Fähigkeit Chocobo-Sause erlernt. Rufe dein Chocobo, wenn es im Kampf brenzlig wird und er bringt dich in Sicherheit. Nur einmal pro Kampf möglich. Ach, cool. Interessant. Wieso reite ich endlich noch? So, automatisch... Warte, haben wir überhaupt... Achso, okay, komm. Suchen uns jetzt eine Aufgabe aus. Wir sehen das Level hier gar nicht, ne? So. Auf weiter Flur. Das sieht noch gut aus. Was will kämpfen? Lust auf etwas Leibesertüchtigung? Sowas höre ich gern. Wer oder was will kämpfen? Ich bin dabei. Sind das die Dinger? Wollt ihr kämpfen? Seid ihr pissig? Ja, die sind pissig. Uns keine Tragödie. Lustig wird's jedenfalls nicht. Okay, sein Angriff hat sehr lange gedauert. Damit habe ich nicht gerechnet. So, das war meins. Komm von hinten. Bam. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Oh, FP. Sehr schön. Komm, holen wir uns von hinten. Hör auf, die Wirt zu drehen. Zack. Oh, das war gar nicht von hinten. Roger. Jetzt müssen wir nur noch abliefern. Lass uns keine Zeit verlieren. Easy. Ah, neues Rezept. Gehen wir. Ja. Die Dinge haben ihn umgebracht. Wir sollten sie Dave bringen. Und es wird langsam dunkel. Die Dinger haben ihn umgebracht. Das ist ein komische. Das ist ein Pokémon. Das nennt sich Donphan. Was ist denn los? So, den Scheiß haben wir gemacht. Gucken wir weiter. Was kommt als nächstes? Glanz auf Rädern müssen wir nur noch abgeben. Da. Es ist ein ganz schönes Stück. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, bis es Tag wird. Die Sonne geht bald unter. Noct,
Allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Ja, finde ich auch. Wir kommen schon an einem Parkplatz an. Ich habe da große Hoffnung. Ach komm, das kleine Stück, ganz ehrlich. Noct. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Ja, zustimmen. Da vorne. Okay. Ab in die Stadt. Nein, da vorne. Ruhen wir uns anständig aus. Da vorne. Nein, bitte nicht. Ich wollte ihm recht geben und dann einfach ein Stück weiterfahren. Warum? Heil angekommen. Der unverwechselbare Geruch von Chocobos. Naja, zumindest ist hier auf jeden Fall eine Quest. Du hast eine Aufgabe für mich gemacht, Herr Kollege. Oh, willkommen. Du bist doch der Freund dieses quirligen Fotografen, oder? Fotograf? Ja, wieso? Ich würde gern Fotos in Auftrag geben. Von was? Von wilden Chocobos. Die sind eigentlich heimisch hier. Aber in letzter Zeit sieht man keine und das macht mir Sorgen. Verstehe. Geht klar. Vielen Dank. Ich kann leider nicht selbst auf die Suche gehen. Schließlich muss ich meine Tiere versorgen. Hoffentlich habt ihr Erfolg. Vögel aus Rand und Band. Einen wilden Chocobo fotografieren. Ich glaube, dafür kriegen wir keine Questmarkierung. Na gut, wir haben hier irgendwo noch ein Fragezeichen gesehen. Noct, was hast du denn mit dem Besitzer der Ranch beredet? Er hätte gerne Fotos von wilden Chocobos. Oh, großartig. Genau mein Metier. Das nenne ich Arbeitseifer. Wilde Chocobos? Die sind bestimmt ziemlich scheu. Es war ein bisschen gefährlich rumzulaufen. Aber wir sind noch sehr, sehr nah an der Stadt, also von daher. Eisenreif. Und was willst du, Kollege? Was stehst du da überhaupt rum? Bist du größenwahnsinnig? Die Countess-Platte steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt betreten? Wollen wir nicht zur Countess-Platte fahren? Sie ist ganz nah. Jetzt? Okay. Ja, warum nicht? Großartig. Ich wollte den Meteor schon immer mal sehen. Achso, ich dachte, wir werden jetzt automatisch teleportiert. Ja gut. Tut halt nicht. Dann machen wir das morgen. Oh, ein Hintertürchen. Naja, huch. Insider-Angler-Tipp, der Astor-Barsch. Exemplare von mehr als 50 cm wurden im Bauerntümpel gesichtet. So, falls ich Fisch will, ja. Orientierung. Lass mich jetzt nicht im Stich. So, übernachten, yep. Übrigens haben wir noch ganz viel Müll zu verkaufen. Was sollten wir in Erwägung ziehen, um daraus Waffen herzustellen oder besser zu kaufen? So. Frag mich, ob die Zeit auch abgerechnet wird durch Schlafen. Ich glaube schon, ne? 3000 Erfahrung. Yeah, baby. Das hat mir so gut wie gar nichts gebracht. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Nicht wirklich. Da fighten wir. Das sieht echt nicht schlecht aus. Natürlich teilen wir dieses Foto. Jetzt wird's gefährlich. Das ist auch nicht schlecht. Der brüllt uns an und der Kollege macht erstmal ein Foto. Chocobo. Oh, Chocobo. Du bist begabt, Prompto. Ist das dein Ernst? Komm, Chocobo. Chocobo. Ja, Chocobo. Ja. Das Lustige ist, PlayStation kennt das Wort Chocobo. Er hat es mir vorgeschlagen. Das ist richtig krass. Chocobo, ja. Okay. Somit können wir jetzt wieder weiter und Aufgaben. Wir haben ja neue dazu bekommen, ne? Haben wir irgendwas unter 10? Vögel aus der Rand und Band. Ist ja hier um die Ecke. Ah, ich habe den Weg gefunden. Halleluja.
Nein, Chocobo. Nein, Chocobo, bleib stehen. Ich will ein Foto von dir. Brauchst für Thumbnail. Na toll. Die Katzenviecher. Surprise! Okay, die Waffe ist nicht so gut gegen ihn. Tja, damit hast du nicht gerechnet, Bro, wa? Fertig gemacht. Aber hallo. Weißt du, jetzt laufen wir wieder einmal komplett durch dieses Ding durch, obwohl ich schon auf der anderen Seite war. Chocobo. Nicht weglaufen, bitte nicht. Soll ich mich vielleicht anschleichen? Kann ich schleichen? Glaub nicht, ne? Ich habe gerade eine andere Taste zum Sprinten gefunden. Wo bist du, Chocobo? Wo bist du? Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, sieht so aus. Suchen wir. Okay, das Chocobo. Ach, ich sehe dich. Easy. Ah, Bingo. Hier ist das Vögelchen. Gut, das ist im Kasten. Ja. Das ging erfreulich schnell. Sind die Fotos auch was geworden? Oh, du stellst Fragen. Fürs Album mitgeknipst? Du stellst Fragen. Okay. Weiterspielen? Nein. Kante! Echt jetzt? Okay, ich lauf zurück. So. Wir sind zurück. Ich habe jetzt eine 40 Minuten Aufnahme und ich wette, ich habe gerade mal 10 Minuten Material. Oh Mann. So, ich habe hier den Scheiß. Nimm's. Womit kann ich heute dienen? Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? Okay, das war falsch. Dankeschön. Oh, die sind ja hübsch geworden. Sind die Tiere in Ordnung? Ja, sind sie. Machen einen munteren Eindruck. Das sehen Sie allein an den Fotos? Nun ja, ich züchte ja nicht erst seit gestern Chocobos. Das gebe ich euch als Dank für eure Mühen. Ein Chocobo? Probiert's doch einfach mal mit euren Vögeln aus. Was soll ich bekommen? Aus Erfahrung. Irgendwelche Samen habe ich bekommen. Inventar. Ich hab keine Ahnung. Das muss hier drin gewesen sein, ne? Ein Fruchtsamen, der dem Gefieder von Chocobos eine hellblaue Färbung verleiht. Ach so, ah, Moment. Das war doch hier irgendwo, ne? Hier könnte ich doch irgendwo meine Chocobos färben. War das bei dir? Wie geht's? Was darf's denn sein? Nö, irgendwie nicht, ne? War mir ein Vergnügen. Ja, ja. Wo konnte ich hier meine Chocobos ändern? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, was? Whis weiß sicher genau, worauf er achten muss. Ein waschechter Profi. Da wird man ja fast neidisch auf die Chocobos der Farm. Irgendwo konnte ich hier doch meinen Chocobos färben. Oh, Moment.
Du. Recht schönen Tag. Chocobo-Fütterung. Füttere deine Chocobos beim Zelten mit Grünzeug, um ihn vorübergehend mit positiven Zusatzveränderungen zu stärken. Die Futtermittel haben alle unterschiedliche Wirkungen. Aha. Gemüse für Chocobo-Aufzucht. Es steigert vorübergehend die Ausdauer. Die Sprungkraft. Ja, nö, eigentlich nicht. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich will färben. Die Chocobos freuen sich, dich zu sehen. Medaillen. Chocobo-Medaillen. Bei Chocobo-Rennen kannst du Medaillen gewinnen, mit denen du deinen Chocobo schmücken kannst. Replika. Woo. Jawohl. Farbe. Samen und Früchte. Benutze Samen und Früchte, um neue Farben für deinen Chocobo freizuschalten. Die Grundstoffe zum Werben sind selten und nicht käuflich erhältlich, können aber bei Chocobo-Rennen gewonnen werden und werden manchmal auch dank Wiss verteilt. Okay, rot, pink. Pink ist nicht schlecht, ne? Blau, weiß, grün, hellgrün, türkis. Wir nehmen mal blau. Bis zum nächsten Mal. Also wird wahrscheinlich verschiedene geben, ne? Ich habe einen blauen Chocobo. Cool. Naja. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt zur nächsten Quest. Diese Quest wird sein auf weiter Flur. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Ach nee, die geben wir ab. Na gut, geben wir sie ab. Sie ist ja unterwegs. Wer will was essen? So, wo ist der Kollege da hinten? Hier wenigstens was Vernünftiges von dir. Lass uns einkaufen. Gute Idee. Wir sollten unsere... Sehr schön. Eure Mühen haben sich ausgezahlt. Und eine rastlose Seele findet endlich Frieden. Aufgabe abgeschlossen auf weiter Flur. Zack. 1500, das ist nicht wirklich viel, ne? Oh, 10-mal Elixier. Dankeschön. Immerhin etwas. Nun gut, Aufgaben. Auf Jagd nach grünen Bohnen oder... Was machen wir zuerst? Das ist viel näher dran, ne? Auf Jagd nach grünen Bohnen. Oh, ein Wildwechsel. Meine Güte, so viele von denen. Wo die wohl alle hinwollen? Wird ihnen am liebsten folgen und es herausfinden. Nö. Da hat er sich abgemault. Verdient. Wer wäre so die Straße kreuzt, wenn ich hier langfahre? Also los, Bewegung. Dann haben wir es geschafft, hui. Eine ganz schöne Strecke hier. Ich glaube, 5 Minuten sind wir gefahren. Hast du auch eine Panne? Ja, aber keine Pannenkids. Oder bist du immer noch dasselbe? Was soll ich nur machen? Ich kann das Auto doch nicht hier lassen. Für Reparatur des Wagens wird ein Pannenkit benötigt. Frischer Führerschein. Wo kriege ich denn so eine Scheiße her? Wenn ich das wüsste, ich google das jetzt. Also nicht jetzt, sondern später. So, da wären wir. Schlechtes Wetter. Ein Tunnel wäre jetzt schön. Endlich geschafft. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was ist hier los? Ah, ihr müsst die Jäger sein, von denen mein Großvater erzählt hat. Ihr kommt gerade recht als Erntehelfer. Was? Erntehelfer? Auf den Feldern streifen häufig wilde Tiere rum. Das macht die Ernte für uns lebensgefährlich. Ich hoffe, ihr könnt uns etwas helfen. Die Queen Quee auf dem Feld unschädlich machen. Okay, das kriegen wir wohl easy hin. Zack. Im Regen. Das wird ein epischer Fight. Wir haben schon so viel von dem fertig gemacht. Ich glaube, da werden wir keine Probleme mit haben. Komm, mach einen Überraschungsangriff. Okay, oder auch nicht. Ha, Überraschungsangriff. Au. Pass besser auf, Nockt. Im Liegen pariert. Oh Gott, ich sehe nichts. Das hast du verdient. Und du auch. Alle zertrümmert. Ha. Oh Gott, ich bin ein Profi. Hä? Ich bin aus dem Kampf raus. Das ist nicht dein Ernst. Fein, dann kümmere dich drum. Alleine? So hätte ich es nicht gedacht.
Perfekt. Frische Bohnen ernten. Okay. Hä? Er sammelt's doch auf. Gut, machen wir zuerst die blauen. Dann den. Wir haben geerntet, was man uns auftrug. Und es wird schon wieder dunkel. Freunde, ich nehme seit 50 Minuten auf. Ich weiß nicht, wie lang die Folge ist. Aber ich beende jetzt mal den Auftrag hier. Bei 50 Minuten aufnehmen. Ich hoffe, das wird reichen. Danke, das sieht gut aus. Wärt ihr so freundlich, die Ernte direkt zu unserem Laden zu bringen? Mach ich doch. Okay, Freunde. Wir machen jetzt Folgendes. Ich beende hier die Folge. Sollte die Folge wirklich so krass kurz sein, machen wir morgen ein bisschen länger. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Ich bin gespannt, wie lang diese Folge jetzt wirklich sein wird nach 50 Minuten Aufnahme. Haut rein, euer Zero. Tschüss.